Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meiner vierten Juniwoche. Es war wieder abenteuerlich, das kann ich euch sagen. Und insgesamt auch ein bisschen durchwachsen. Ich habe zurzeit wegen diesen schwülen Temperaturen, dem schwülen Wetter, also die Temperaturen selbst sind ja nicht schwül. Das hatte eher was mit der Luftfeuchtigkeit zu tun. Ich habe jeden Tag Kopfschmerzen, ein bisschen zu Migräne und Kreislaufprobleme. Das macht das Leben gerade nicht unbedingt zu 100% lebenswert. Aber ich würde sagen, wir machen uns trotzdem eine schöne Zeit mit phänomenal guten Zahlen. Ich habe wieder höhere Einnahmen als Ausgaben. Wobei man ja immer nicht vergessen darf, dass ich langsam anfangen muss, massiv in meinen Steuerspartopf einzuzahlen. Das machen wir aber jetzt gleich im nächsten Video, wenn es wieder um Spielen und Sparen geht. Das Video kommt dann am Sonntag und da könnt ihr dann quasi meinen neuen Plan sehen, was das Geld zurücklegen angeht. So, kommen wir erstmal zu dieser Woche. Ausgabentechnisch ist übersichtlich, bis auf das Arbeitsmaterial, wie gehabt. Das machen wir aber nächsten Monat eh anders. So, 79,04 € habe ich für Lebensmittel ausgegeben. Dementsprechend im Topf haben wir jetzt noch 49,35 €, ich weiß gar nicht mehr. Ich drehe jetzt Freitag, der 1. Juli. Also im Prinzip ist der Juni für mich vorbei, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt in der fünften Woche, was ich da noch getan hat. Ich glaube, es kann sein, dass wir den Topf überzogen haben. Ja, 19 €, 18 €, 8 €. Das ist nicht eng. Wir haben noch ein paar Cent drin. So, für Auswärtsessen 35 € ausgegeben, im Topf sind noch 8,62 € und das kann ich jetzt schon sagen, ist tatsächlich auch so geblieben. Und der letzte Punkt in meinen variablen Kosten sind ja Handy-Apps und ich habe 99 € für das Community Day-Ticket ausgegeben und dementsprechend sind jetzt im Topf noch 2,04 €. So, das sind grundsätzlich meine variablen Kosten, was ich so quasi zum Leben brauche oder eingeplant habe und das waren für uns 215,03 €. Ich finde, das ist total in Ordnung. Jetzt kommen natürlich noch Arbeitsmaterial und Bücher. Die Bücher könnte ich theoretisch mit dazu zählen. Das Arbeitsmaterial ist ja im Prinzip komplett Gewerbe und trägt sich selbst. Deswegen ziehe ich das nächsten Monat auch aus den Ausgaben raus, damit das einfach ein bisschen, weiß nicht, logischer aussieht. Ich probiere im Juli was anderes aus und dann werde ich im Laufe des Julis feststellen, ob ich damit zufrieden bin. Im August mache ich es dann vielleicht nochmal anders. Das ist ja das Gute, dass man ja nach und nach lernen kann, wie das Budget für einen so am meisten Sinn ergibt. So, Arbeitsmaterial habe ich 652,26 € ausgegeben. Ein großer Topf waren daraus war Porto. Und hier rechne ich ja immer aus, aktuell wie meine Einnahmen minus die Ausgaben aussehen und das sind 1.428,93 €. Das heißt, nach 4 Wochen habe ich abzüglich, 4 Wochen Einnahmen minus 4 Wochen Ausgaben, habe ich, das ist sozusagen mein Gewinn. Jetzt nicht der Realgewinn, weil ich muss ja noch Steuern zahlen, aber ich habe auf jeden Fall Gewinn gemacht, was schon mal sehr cool ist. So, und für Bücher habe ich 2,99 € ausgegeben und da habe ich im Topf jetzt noch 18,22 €. Gelesen habe ich den ganzen Monat nicht. Naja, muss auch mal sein. Dafür fange jetzt im Juli die Sommerferien an. Da habe ich hoffentlich, kann ich vielleicht den einen oder anderen Lesemarathon abdrehen. Vlogs gibt es dann auf meinem anderen Kanal. Susan Lives, falls euch das interessiert, was ich so für Bücher lese. Insgesamt haben wir also ausgegeben 770,28 €, was jetzt natürlich eine ganz andere Summe ist. Mir sind sämtliche kleine Lineale abhanden gekommen. Ich habe gerade gesucht, aber die Woche ist irre viel liegen geblieben, weil ich nicht Weiterbildung hatte, sondern ich habe quasi immer nach der Schule, wir hatten eine Notenkonferenz, dann hatten wir noch eine Weiterbildung, wir haben nächstes Jahr eine sehbehinderte Schülerin und habe jetzt schon die dritte Weiterbildung gehabt, die vierte ist in Ferien und gestern hatten wir noch Gesamtlehrerkonferenz, ich war gestern erst kurz vor 7 zu Hause und wenn man so den ganzen Tag scheint morgens auf Arbeit ist, ich bin auch ein bisschen arg geschlaucht, muss ich sagen, also ich mache drei Kreuze, das jetzt dann erstmal Wochenende ist.
und ich ein bisschen runterkommen kann. Ja, 770 Euro ausgegeben, sieht natürlich wieder brachial aus, aber deswegen nehme ich das Arbeitsmaterial raus und nächstes Monat mache ich es quasi andersrum. Dass ich das hier irgendwie verrechne. Also ich möchte euch ja trotzdem meine zusätzlichen Einnahmen zeigen. Etsy ist eine zusätzliche Einnahme, aber ich möchte nicht mehr, dass das Arbeitsmaterial bei den Ausgaben steht. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich, ich weiß es immer noch nicht. Ich kann ja nicht hier die Ausgaben nicht hinschreiben und die Einnahmen. Naja gut, vielleicht denke ich noch drüber nach. Wie mein Budgetmonat aussieht, ist noch nicht geplant. Das werde ich jetzt wahrscheinlich am Samstag, Sonntag drehen und das wird irgendwann demnächst online kommen. Ich werde einen ganz schönen Versatz im nächsten, also in diesem Monat haben, im Juli. Aber es geht gerade nicht anders. Ich komme einfach nicht hinterher. Und das ist dann einfach so. Einnahmen mit Handy-Apps sind das 15,47 Euro. Wird immer weniger, ist auch okay. Ich habe einfach keine Zeit dafür. Zur Zeit, ich will mal nicht zweimal zur Zeit sagen, aber es ist ja aktuell, habe ich einfach keine Zeit für Handy-Apps. Ich habe mir 20 Euro auszahlen lassen, das können wir uns gleich mal noch angucken. So. Und zwar für Adapol waren 1,24 Euro. Ich mache da echt so gut wie nichts, muss ich sagen. Polpay 3,40 Euro. Das war irgendwie mehr als die letzten Wochen zusammen. Kann ich gar nicht sagen, warum. Bei Cash Alarm habe ich wieder nicht den höheren Auszahl. Also Cash Alarm ist zurzeit auch Mist, weil ich keine vernünftige App habe, mit der ich... Also A muss ich ja hier spielen. Also hier muss ich ja tatsächlich die Umfragen machen. Hier muss ich tatsächlich spielen. Und alles, was danach kommt, da kann ich ja die Apps einfach anmachen und das Handy zur Seite legen. Das ist ja auch das, was ich präferiere. Und ja, ich habe nur Apps. Ich glaube, das Höchste, was ich aktuell habe, ist Candy Crush. Irgendwie für jedes Level, was ich dort schaffe, kriege ich 112 Punkte. Aber ich glaube, der kleinste Auszahlungsbetrag, da braucht man 4.900 Punkte oder so. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viele Level ich in Candy Crush erreichen muss, bis ich quasi... Naja, irgendwann, eines Tages, habe ich ja bestimmt wieder die 25 Euro voll. Nee, Cash-Alarm sind, glaube ich, 20 Euro und dann ist das einfach so. So, AppStation hat sich, na gut, doch 12 Cent. Hier haben wir 10 Euro gehabt, hier haben wir 10,12 Euro gehabt. Ja gut, die 12 Cent, die... Ich habe jetzt keine Lust, das zu ergänzen, also theoretisch. Sei es drum. Genau. Ansonsten in AppStation, da hatte ich jetzt eine echt gute App, mit der man gut was machen kann. Allerdings habe ich nicht so viel Zeit. Ist das jetzt in der letzten Woche gewesen, dass ich die gute App entdeckt hatte? Oh, schwer ist es gar nicht mehr. Es kann sein, dass es erst am Montag war. Na, heute ist halt schon Freitag. Also irgendwann hier tut sich auf jeden Fall was. So, Moneywell waren 9,99 Euro. Ich habe jetzt mir mal 20 Euro auszahlen lassen. Immer unter Vorbehalt, weil es kann sein, wenn man sich zu viel auszahlen lässt. Das war ja damals bei der ursprünglichen Cash in All App so. Nee, eigentlich bei allen Apps. Wenn man sich zu viel auszahlen lässt, dass man dann irgendwann umgeschaltet wird und dann kann man nicht mehr Apps anmachen und das Handy zur Seite legen, sondern da muss man genauso wie bei Cash Alarm tatsächlich spielen und Level erreichen. Und bei Cash im Ohr war das ja auch so, dass ich insgesamt mir, was weiß ich, 200 Euro habe auszahlen lassen und dann ist die App gecrashed. Und Cash im Ohr ist ja jetzt schon die zweite App, die ich angefangen habe. Also nee, zum zweiten Mal habe ich mit Cash im Ohr angefangen, so rum. Und aber, ja, ich war ja dann schon bei 70 Euro. Nee, stimmt gar nicht. Mordet mal. Ich hatte 40,99 Euro habe ich verdient. Das heißt, ich bin ja jetzt bei einem Auszahlungsbetrag von 30 Euro. Ich habe mir ja 20 Euro auszahlen lassen. So, genau. 30 Euro habe ich jetzt noch übrig für den nächsten Monat. Und die lasse ich mir auch erstmal nicht auszahlen, sondern ich sammle noch ein bisschen. Weil aktuell kann ich noch 9,99 Euro. Kann ich noch 10 Euro verdienen. Wenn das dann erstmal wieder so wie bei Cash Alarm ist, wo ich tatsächlich Apps spielen muss, um Punkte zu bekommen, dann wird das rapide sinken. Deswegen nutze ich das noch so lange, wie es geht. Genau, Money Raw war diese Woche ein bisschen schlechter. Da waren es nur 1,50 Euro. Da bin ich aber auch bei einem Auszahlungsbetrag von 15 Euro. Geht also. Und bei Cash M All habe ich jetzt quasi wieder nicht den höheren geschafft. Aber es ist ein bisschen was passiert. Es ist jetzt nicht so, dass da gar nichts gekommen ist.
Aber der nächste ist halt ein bisschen höher. Ist aber völlig okay. Ja, 15,47 Euro ist halt Taschengeld. Und die 20 Euro, die ich mir habe auszahlen lassen, die gehen ja wieder in die Trade Republic App. Ich habe es auch schon überwiesen, damit ich dann im Juli wieder meine Sparpläne bezahlen kann, beziehungsweise mir mal noch eine Aktie extra zahlen kann. Was ganz nett ist. Kaufen meine ich. So, jetzt bin ich schon mal geistig verwirrt. Affiliate, also meine Amazon-Links, die hier in der Infobox sind, da klickt ab und zu mal jemand drauf. Da waren es 96 Cent diese Woche. Auszahlung wird erst wieder irgendwie in ein paar Monaten kommen, deswegen ist da nichts passiert. Dividenden hatte ich tatsächlich eine ganz kleine, und zwar 9 Cent. Aber ich muss ja auch sagen, dass ich habe insgesamt, ich glaube 17 Sparpläne habe ich jetzt. Das heißt, 170 Euro zahle ich da monatlich ein. Also fest mit meinen Fixkosten 100 Euro, quasi als Altersvorsorge. Und die 70 Euro, die jetzt extra sind, die kommen halt über Handyspiele. Also über das, was ich mir hier auszahlen lasse. Und über das Spiel, das Yield Field. Und ja, genau, ursprünglich war ich bei 190. Da habe ich jetzt auch schon wieder zwei abgestoßen. Und ich habe ja erst Ende April angefangen. Ja, also diese Dividenden, die ich bekomme, die könnten natürlich wesentlich höher sein, aber da ich bei den meisten Sachen, also egal, ob es jetzt MSCI World ist oder ob das eine Netflix-Sache ist, ich habe halt überall aktuell nur so 10 Euro, 20 Euro oder 30 Euro eingezahlt und deswegen können die noch nicht so hoch sein. Ich stelle das demnächst um. Also ich bastle da aktuell noch ein bisschen und versuche das zu optimieren. Man lernt ja sowieso monatlich, wöchentlich, täglich dazu. Aber aktuell habe ich es erstmal so aufgeteilt, dass ich insgesamt 17 Sparpläne habe. In jedem fließen 10 Euro rein und ich beobachte das noch ein bisschen und werde dabei manchen die 10 Euro einstellen. Also wie gesagt, zwei habe ich schon eingestellt und manche werde ich erhöhen, zum Beispiel den MSCI World. Da kommt dann demnächst mehr Geld rein, aber da bin ich noch ein bisschen am Rumprobieren, deswegen habe ich erstmal kleine Summen genommen. Da kann man noch nicht so viel verkehrt machen. Genau, iGray, da hat sich wieder jemand von euch angemeldet. Das ist eine Cashback-App und da bekommt ihr so 5 bis 15 Euro, es müssten eigentlich 15 Euro geschenkt sein. Und ich bekomme jedes Mal 5 Euro, die bekomme ich aber erst ausgezahlt, dann wenn ihr quasi zum ersten Mal Cashback ausgezahlt bekommen habt. Also wenn quasi, sagen wir mal, ihr habt bei über Lieferando bestellt. So, und erst in etwa 2 bis 3 Monaten klickt Lieferando auf den Button und dann bekommt ihr quasi euer Cashback ausgezahlt und erst wenn ihr euer Cashback ausgezahlt bekommt, bekomme ich auch das Cashback, also das Geschenk ausgezahlt dafür, dass ich euch quasi angeworben habe. So, also für die iGray App, also generell auch wenn ich Cashback mache, da braucht man ein bisschen Geduld. Aber dafür sind die Prozente insgesamt höher als bei Vivid, was ich ganz cool finde. Man muss halt nur ein wenig Geduld mitbringen. Aber alles, was ich bis jetzt an Cashback hatte, das habe ich dann auch bekommen. Halt nur ein bisschen später. Und das ist aber von Firma zu Firma unterschiedlich. Das heißt, ich habe da auch schon viel nachrecherchiert, also es gibt da keine Pauschale, so etwa 2 bis 3 Monate dauert das. Weil man kann ja retournieren und so weiter und so fort und die Firmen, die klicken dann tatsächlich erst aufs Knöppel, wenn ihr quasi längere Zeit nichts retourniert habt und zufrieden seid. So, über YouTube waren es 7,35 Euro und Auszahlungen werde ich im Juli nicht haben. Ich habe die 34 Euro noch was nicht geschafft jetzt im Juni und ich hatte ja im Mai 35 Euro ein paar zerquetschte und YouTube zahlt erst auch aus ab 70 Euro. Mir fehlt glaube ich 1 Euro oder was. Ich muss jetzt noch warten, also ich habe jetzt die Zahl von gestern noch nicht, also vom 30. und aktuell fehlen mir aber noch 2 Euro und ein paar zerquetschte und ich werde gestern keine Einnahmen von 2 Euro gehabt haben und dementsprechend, ja, bekomme ich dann erst im August wieder von YouTube Geld, freue ich mich aber jetzt schon drauf. So, und Etsy war phänomenal und zwar 922,17 Euro habe ich theoretisch plus gemacht und ausgezahlt. Das ist ja immer so ein bisschen was anderes. Und letzte Woche war es ja so, dass ich theoretische Einnahmen hatte von 726 Euro. Also es ist tatsächlich das, was ihr quasi
ausgegeben habt in den 7 Tagen und ausgezahlt bekommen, habe ich aber 679, also ein bisschen weniger. Und diesmal ist es andersrum, 984,61 habe ich bekommen. Ich denke mal, weil da halt immer so ein bisschen ein kleiner Versatz drin ist. Ist mega cool. Und Punkt. Punkt. So, aber dementsprechend muss ich jetzt natürlich viel mehr Geld langsam mal in meine Steuer zurücklegen, weil sonst geht das dann schief. Also eingenommen habe ich theoretisch 951,06 € und praktisch waren es 1.074 €. So, sieht aber viel aus, aber man muss ja immer sagen, von diesen Einnahmen gehen ja dann noch eines schönen Tages die Steuern ab. Naja. So, ich bereite mich langsam aber sicher darauf vor, dass ich dann auch genug Geld haben werde. Ja, aber ansonsten kann man sehen, ich habe wesentlich mehr Geld eingenommen und ja, das ist halt mein Plus. Wobei ich, ja, gut, das mit den Steuern, das, wir reden dann am Ende des Jahres bzw. nächstes Jahr nochmal über das Steuerthema und gucken uns das dann mal genau an. Ihr könnt ja so ein bisschen verfolgen, wie das so über das Jahr bei mir läuft. Und wenn dann die Steuer durch ist, dann können wir mal drüber reden, was das dann, ja, was dabei, was da passiert ist. Genau. Naja, alles ein bisschen abenteuerlich, aber insgesamt sehr cool. Und mir gefallen übrigens die Schmetterlinge, habe ich mir auch eine ganze Packung gekauft. Ich komme aber immer nicht dazu, die ganzen Links in die Infobox zu setzen, aber falls euch mal irgendwas interessiert, also das Washi-Tape ist diesmal von MacGuides, aber falls euch irgendwelche Sticker, irgendwelches Washi-Tape interessiert, dann fragt mich einfach in der Infobox und dann gebe ich euch den Link, weil ansonsten wird, fragt mich in den Kommentaren, weil wenn ich immer alle Links, was ich benutze, bei mir unten in die Infobox, die ist ja eh schon ewig lang, ja, also die ganzen Handy-Apps habe ich euch verlinkt, mein Etsy-Shop habe ich euch verlinkt, wenn ich Spiele spiele, verlinke ich euch noch die ganzen Etsy-Shops der anderen Mädels und ja, meine Infobox ist irgendwie sowieso riesig. Achso, ne, iGray habe ich verlinkt, Trade Republic habe ich verlinkt, meinen zweiten YouTube-Kanal habe ich verlinkt, ich habe alles verlinkt. Ich habe alles verlinkt. Genau, deswegen, also zum Beispiel die Sticker. Die Sticker sind, doch, beide, das sind unterschiedliche Sets, sind beide nicht in der Infobox. Also falls es euch interessiert, dann könnt ihr mich einfach fragen und dann suche ich euch das raus. So, das war's erstmal von mir, denke ich. Jetzt freue ich mich schon mega aufs Spielen. Ach, ich bin so froh, dass ich heute ein bisschen Zeit zum Drehen habe und dass ich endlich mal mich um meinen Finanzkram kümmern konnte. Es war wirklich eine verrückte Woche. Wie gesagt, drei Nachmittagsveranstaltungen nach der Schule diese Woche bei diesem scheißdrückenden Wetter. Ach, es waren lange Tage. So, ich meckere jetzt nicht rum. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Und ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.